Es ist ja hier eine Stimmung, wie wenn bei der AfD die Umfragewerte durchgegeben werden. Da sind, wo sind sie jetzt? 19%, 20%? Ich glaube schon kurz vor 50%. Ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, und die CDU denkt sich, schade, dass man mit denen nicht koalieren darf. Nee, Entschuldigung, sie überlegen natürlich laut, was man jetzt machen kann. Und setzt dabei vor allem auf das Singen der Nationalhymne. Und wenn es woran mangelt in Deutschland, dann doch am Singen der Nationalhymne. Das hilft gegen alle Probleme. Wenn ich mir den Fuß breche, singe ich meistens erstmal die Nationalhymne. Was meinen Sie, wie viel mehr Pflegekräfte, Kita-Mitarbeiterinnen und Lehrer wir hätten, wenn da öfter mal die Nationalhymne angestimmt werden würde? Da ist einfach zu viel Rolf Zukowski. Der versucht, die Themen der AfD zu besetzen, indem man ins selbe populistische Horn bläst, scheitert doch schon am Personal. Entschuldigung, Philipp Amthor mit der Deutschlandfahne am Revers. Das sieht doch aus, als wäre ein kleiner Bub im Bundestag ausgesetzt worden und von Politikern großgezogen worden. Der Kaspar Hauser der Demokratie, gefüttert mit alten Gesetzestexten. Wenn der mit einer Deutschlandfahne rumläuft, dann denke ich, das ist Werbung für Deutschländerwürstchen. Das ist doch nationale Gesichtswurst. Was hat denn die CDU für konstruktive Vorschläge? Entschuldigung, komm, Gendern verbieten, Festkleben verbieten, Cannabis verbieten und wie schlimm es ist, dass die Grünen alles verbieten wollen. Entschuldige, das sollte man verbieten, dass ihr dazwischen grätscht die ganze Zeit hier. Denn hier los, irgendwie drehen alle am Rad, oder? Und man lässt jeden inzwischen zu Wort kommen. Hier, Achtung, jetzt kommt's gleich. Die hessisch-niedersächsische Allgemeine Zeitung. Pass auf. Kassler Heizölhändler hält viele Häuser für ungeeignet für Wärmepumpen. Ja, ei der Daus. Wenn ich über die Sinnhaftigkeit von Wärmepumpen etwas wissen will, dann frage ich auf jeden Fall einen Heizölhändler. Ja, wen denn sonst? Wenn ich einen Tinnitus habe, frage ich doch auch nicht Tobi, wo kommt der her? Ja, oh. Jetzt habe ich einen Hörsturz auch noch dazu. Fragen die einen Ölhändler, wie sinnvoll Wärmepumpen sind. Wenn ich wissen will, wie schön Köln ist, dann frage ich doch auch keinen Düsseldorfer. Ja. Fehlt nur noch die FDP, dann haben wir das Elend komplett. Die geht mir inzwischen auf den Sack mit ihrer Technologieoffenheit. Wir haben Technologien, die CO2-neutral sind, aber die FDP setzt auf Technologieoffenheit. Was soll das sein? Grüner Wasserstoff, gelbes Erdglas, blaue Schlumpfspucke. Klar, man könnte Solaranlagen und Windkrafträder bauen, aber die FDP wartet lieber auf Eierkocher mit Atomantrieb. Man will pfiffige Ideen und dann lugt Kubicki um die Ecke. Es hat mit pfiffigen Ideen nichts zu tun, wenn man auf dem letzten Loch pfeift. Das sollte die letzte Generation als Herausforderung sehen. Technologie offen bleiben, anstatt sich immer nur festkleben, auch mal tackern. Na ja, oder? Was ist? Komm. Die FDP, das ist immer die gleiche Taktik. Erst beschließt man Klimaziele, die sich aus der Notwendigkeit, Emissionen zu reduzieren, ergibt. Dann tut man nichts, um diese Ziele zu erreichen. Und nach einiger Zeit sind dann plötzlich radikalere Schritte nötig, um doch noch zum Ziel zu kommen. Und dann sagt man, das können wir den Leuten nicht zumuten. Dann sage ich, ja, dann müssen wir halt Geld in die Hand nehmen, um den kleinen Leuten zu helfen. Ah na, das geht nicht wegen der Schuldenbremse. Sorry, da ist nichts zu machen. Alles ein riesiges Fiasko. Dabei wünschen sich die Menschen im Land doch nichts sehnlicher, als dass sich im Angesicht der drohenden Klimakatastrophe die Parteien alle an einen Tisch setzen und Lösungen finden, anstatt die bekloppten Parolen der AfD nachzublabbern. Ja. Das. Aber letztlich braucht sich die AfD gar nicht anstrengen, an die Regierung zu kommen. Sieht man den aktuellen Asylkompromiss der EU, da kann man nur sagen, die AfD ist nicht an der Regierung, aber ihre Ideen werden längst umgesetzt. Ja, hier ist das Rundfunk-Tanzorchester Sülz. Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klickt hier oder da oder hier oder ihr wisst schon.